Gut. Übrigens, das ist die genaueste Abbildung eines Wissenschaftlers, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Ohne Scheiß. 90% aller unserer Professoren haben genauso eine kahle Stelle auf dem Kopf oder bekommen sie gerade. Das ist krass. Ich habe jetzt schon Angst um meine Haare. Vor allem, weil ich schon Geheimratsecken habe und die halt größer werden und dann nochmal auf dem Kopf in der Mitte nix. Das ist also ungünstig. Was macht ein Kind wie du in meinem Labor? Ah, ich verstehe. Du bist ein Pokémon-Trainer. Oh, geile Musik. Du machst ein paar Untersuchungen für einen Professor, stell ich mir mal vor. Sag mir mal, für wen arbeitest du? Bambino, also. Ah, dieser Ernest. Ich hätte nie gedacht, dass er es schafft, die Akademie abzuschließen. Aber diese Welt ist einfach nur voll von Überraschungen. Weißt du, er und ich sind auf dieselbe Universität gegangen einmals. Bis irgendjemand ein paar falsche Gerüchte verbreitet hat, dass ich gegutenbergt hätte. Ich, ein Genie wie ich, muss doch niemals von jemand anderem abschreiben. Die Idee alleine ist doch schon preposterous. Von vornherein falsch, unbestimmt, scheiße, unlogisch. Ich habe überhaupt nichts von dieser verdammten Universität bekommen. Das ist der Grund, warum ich meine eigene private Firma gegründet habe. Übrigens, seine Hintergrundgeschichte erinnert mich gerade fucking hart an Hitler, bloß wenn du halt Kunst mit Wissenschaft gleichsetzt. Was übrigens viele Wissenschaftler zu Einstein damals gesagt haben, dass seine Theorie zwar wunderschön ist, aber grundsätzlich eher mehr, also was haben sie sich gesagt, dass seine Theorie interessant ist, das passt besser, aber grundsätzlich eher einem Kunstwerk als Physik ähnelt. Also, sie haben ihn hart gedisst. Das war kein Lob. Mit einer brillanten Gehirn wie meinem kann jemand sein eigenes Genie doch nicht wasten. Also, verwerfen. Da du ja Bambinos Protégé bist, werde ich dich nicht davon abhalten, in meinem Labor herumzusehen. Beeindruckend, oder wenn nicht? Ich bin mir sicher, ich bin weit über seiner Liga. Und weit über der Liga, was du im Hinterwasserstadt gesehen hast. Aber berühre einfach nur nichts. Ich nehme mal an, du bist bald wieder, also schnell wie möglich wieder auf deiner Reise. So, Oden, was machen sie mit dir? Oden! Ja, ich würde gerne mal den Speech Translator benutzen. Der sieht mir nämlich irgendwie ein verrückter Wissenschaftler aus. Du musst mir helfen! Diese Personen sind sehr, sehr böse. Sie bringen mich in einen unangenehmen Ball poke me with things that sting. Und stechen mich mit Sachen, die wehtun. Und ich bin so hungrig, bitte. Nimm mich weg von diesen bösen Menschen. Du! Kannst du verstehen, was dieses Oden sagt? Was ist dieses Gerät in deiner Hand? Hi, Leute. Oh, sehr interessant. Das sieht für mich aus wie eine Sprachenübersetzungsmaschine, welche in Cyprus entwickelt wird. Es ist fett und unconvenient, ungünstig oder unhandlich. Also muss es auf jeden Fall ein Prototyp sein. Trotzdem, die Kraft zu haben, zu verstehen, was Pokémon sagen. Also hat es Lily endlich geschafft, mit ihrer Sprachbarriere durchzubrechen. Boah, geiler Wortwitz. Ah, die Sachen, die ich mit der Technologie anstellen könnte. Trotzdem hat sie jemanden wie dich mit ihrer Untersuchung und ihrer Forschung
Hat sie ihre Forschung dir anvertraut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wollte, dass es an deinen Händen bleibt. Also ich kann mir vorstellen, dass du es einfach weggeben wirst oder sowas. So, was sagst du? Ich kann dir 100.000 Poké-Dollar zahlen. Oder ich kann dir ein seltenes starkes Pokémon aus unserem Labor geben, wenn du das lieber haben würdest. Also das starke Pokémon würde ich grundsätzlich schon nehmen. Nein, ich denke, du hast ein Versprechen zu Lilly gemacht und etwa nicht wie ehrenvoll von dir. Ich wollte es gerade tauschen, seltenes Pokémon. Nein, Scherz, ich will die einfach alle zusammenschlagen und dann das Pokémon mitnehmen. Ist das jetzt besser? Nein, aber dann bin ich wenigstens ein Anti-Held, was ebenfalls super ist. Weil immer noch ein Held. Ah, ich kann das dir leider nicht vorhalten. Nun, bitte, verlasse uns. Wir haben wichtige Arbeit zu tun und du unterbrichst unsere Forschung. How about no? Sehr interessant, in der Tat. Ey, nein. Junge, schlag dich dort rein, Your Man, komm raus. Wir machen die Dinger fertig. Ich muss Oten retten. Interessant, dass sie übrigens immer ein Oten nehmen und nicht irgendein anderes Pokémon, aber... Da war wohl ein gewisses Produktionsstudio zu faul, weitere Pokémon zu programmieren. Aber trotzdem, lasst mich rein. Schlagt die irgendwann alle noch zusammen. Warte. Stellt euch jetzt noch mich mit roten Haaren vor. Ne, dann werden noch mal Nostalgiegefühle hier. Aber ich will trotzdem rein. Okay, übrigens, das echt auch jedes Mal bei einer Frau. Ich will trotzdem rein. Aber gut, dann gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Ah. Team Rocket Verschnitt. Endlich. Sogar mit der Musik? Willst du irgendwo hin? Du hast etwas, was der Boss will? Ja. Und wir werden dich nicht vorbeilassen, bis der Boss hat, was er will. Schnell, nimm dir seine Pokébälle. Du bist nicht so tough ohne deine Freunde. Wenn sie für dich kämpfen oder etwa doch? Oh, bitte. Bitte, Ninjas, kommt und rettet mich. Ich wurde irgendwo hingeschleppt. Verdammt. Es ist hart, bei Bewusstsein zu bleiben. Stimmt, das ist auch ein geiler Anspruch. Weil wenn alle Pokémon weg sind, wird man normalerweise ohnmächtig und wacht im Pokémon Center auf. Jetzt sind alle meine Pokémon kampfunfähig, weil ich kann sie nicht mit ihnen kämpfen. Und es ist hart, bei Bewusstsein zu bleiben. Ah, nice. Oh, wie ich sehe, bist du wach. Ich wusste, dass du kraftlos wärst, wenn ich dich überraschen würde. Denn am Ende, was ist ein Pokémon, sein Trainer ohne seine Pokémon? Wenn du sie nicht hast, um sie zu verteidigen, dann bist du einfach nur arm. Oder ein hoffnungsloses Kind. Bitte, versteh dies. Ich wollte nie irgendwelche, ich wollte nie irgendjemanden verletzen. Aber ich konnte dich nicht einfach so gehen lassen mit diesem wertvollen Prototypen. Ich werde dir ein kleines Geheimnis erzählen. Laxbos Forschungsindustrie ist nun schon für eine ganze Weile untergetaucht. Ich besitze eine signifikante Summe an Geld. Ich schulde eine signifikante Summe von Geld an Personen, bei welchen man nicht in der Schuld stehen möchte. Aber dies wird sich nun ändern. Nun, da wir den Pokémon-Übersetzer haben. Prototyp. Sprachübersetzer, so. Wahrscheinlich einfach bloß Google und man sagt, okay Google, und dann ruft das Pokémon seinen Namen rein. Meine Wissenschaftler werden... diese Reverse Engineer werden es rückwirkend auseinanderbauen. Also werden untersuchen, was das gemacht ist. Und wir werden eine Massenproduktion von unseren eigenen Kopien starten. Wir können diese Technologie benutzen, um weiter unsere Untersuchung und eine Maschine voranzutreiben. Welche es den Trainern erlauben wird, den Willen ihrer Pokémon zu unterdrücken.
sodass sie allen ihren Befehlen ohne Haspeln befolgen müssen. Ich kenne zumindest ein paar Organisationen, welche mir versprochen haben, sehr viel zu bezahlen, wenn diese Technologie endlich abgeschlossen ist. Nun, sei ein gutes kleines Kind und sei still. Meine Wissenschaftler untersuchen die Pokémon und Übersetzer. So in dem Moment, wo wir hier sprechen. Wenn sie fertig sind mit ihrer Arbeit, werde ich dich freilassen. Aber wir können nicht in irgendeiner Weise gefährden, dass du weitere Gefahren oder weitere Probleme verursachst. Wenn du das tust, was dir gesagt wird, werden wir dich vielleicht sogar deine Pokémon wieder haben lassen. Obwohl ich bin ziemlich versucht, sie für immer selbst zu behalten. Und jetzt haben wir zum Glück noch Armor. Wir können immer noch mehr Opfer oder Proben für unsere Experimente gebrauchen. Okay, ein Arschloch von mir aus. Die Tür ist leider nicht offen. Wir haben hier, das Wasser ist kalt, aber ich würde sowieso nicht trinken wollen. Das ist eine gute Aussage. Toilette, sie ist klein und schmutzig oder schleimig. Ich will sie nicht wirklich benutzen, aber wir haben hier ein Loch in der Wand. Das ist etwas Komisches an dieser Wand. Kann ich einmal Durchbruch benutzen? Oh, warte, ich kann Durchbruch benutzen. Nice. Ich habe ein Garlic-Kit? Wo kommst du her? Serious Nature, Strongly Defiant. Okay, er erhöht den Angriff, wenn er von einem unheimlichen Typ getroffen wird. Justified. Justice, Bitch. Nice, wo kommt der her? Egal, schön, dass ich ihn habe. Nichtsdestotrotz, wir haben da ja was in unserer Tasche. Lang, lang ist es her. Aber natürlich ist hier unser Rock-Smashing-Device anwesend. Was ich nicht benutzen kann? Wieso kann ich das Rock-Smashing-Device nicht benutzen? Ich dachte, das wäre so gewesen. Kann ich Bicycle benutzen? Nein. Was? Okay, kann ich irgendwas mit dem Garlic-Kit machen? Das ist auch bloß ein Summary. Was hast du? Aber... Ich bin mir sicher, dass das hier so rausgehen sollte. Ich meine, ich stehe davor. Warum fängt er nicht einfach an, dass du Rocks möchtest? Vielleicht geht es wirklich bloß bei Rocks und nicht bei Wänden, aber... Ich dachte, ich wäre schlau gewesen. Scheinbar nicht schlau genug. Okay, aber das ist das Einzige, womit man reden kann, was auch wirklich zu irgendwas führen würde, oder? Ich kann mich theoretisch... ich denke, hier gibt es nichts zu tun, außer zu schlafen. Kurz schlafen. Okay, dann machen wir es so. Wobei, ich hätte mein Rocksmashing-Device benutzt, aber egal. Hey, du, wach auf! Hier ist etwas Essen. Iss! Du fühlst dich nicht wirklich hungrig, hä? Hier ist... Es ist eine Nachricht unter dem Brot. Ich kann dir nicht erzählen, wer ich bin. But I just want you to know that I don't think... Aber ich will nicht, ich will nur, dass du weißt, dass ich nicht denke, dass das, was der Professor tut, richtig ist. Einfach so ein Kind zu kidnappen. Ich kann mich nicht sehen lassen, dir zu helfen. Deswegen ist alles, was ich tun kann, dir das zu erzählen. Es gibt ein strukturelles Schwachstellen dieser Zelle. Wenn du die Wand hinter dir abcheckst in dein Bett, siehst es wäre sehr dünn. Eins oder zwei gute Schläge werden ausreichen. Es würde dich nicht nach draußen führen, aber vielleicht wirst du etwas Hilfreiches auf der anderen Seite finden. Das Passwort ist 092. Viel Glück! Oh, Secret Note erhalten. Nice. Okay, so wie die Nachricht gesagt hat, gibt es hier einen Spalt. Einmal kurz dagegen stoßen. Jupp. Nochmal und nochmal. Drei Stöße. Oh, sie haben mich angelogen. Äußerst ungünstig. Und hier ist das Garlic-Kit. Also ein weiteres. Garlic? Garlic-Kit? Garlic-Kit? Er scheint dich wiederzuerkennen. Oh, Kit.
Galligut! Galli? Daher hatte ich ihn schon beim Team, okay. Kit! Er zeigt auf die Konsole auf der anderen Seite des Raums. Was für ein Zufall. Nicolas Cage, Schlüssel, Master Control. Passwort eingeben. Du bist einen 2. Kurz in Gedächtnis vor the win. Reports. Erstmal Reports. Ach du Scheiße. Okay, Zeit 0:03:32. Fortschritt geht gut voran am Codenamen 092. Die Hülle ist von einem... Is made from radiation improvised. Die Hülle wurde von einem strahlungsimprovisierten Biofieber hergestellt. Es wird in der Lage sein, sich selbst neu zu rekonstruieren, wenn es beschädigt wurde. 18:38 Uhr. Die Kraft... der Kraftkern... wurde über See gesendet. Es wird eine große Menge an Kern... An Kernkraft, an Kernbrennstoff brauchen, um es zu initialisieren. Sobald es einmal komplett aktiviert wurde, wird es in der Lage sein, beinahe unendlich Kraft hervorzubringen. Gehe ich hier in der richtigen Reihenfolge? 1.21, 2.4, 4.11... Es ist also 11.04, das ist amerikanisch, also einmal falsch rumgedreht. Heißt, ich gehe in der richtigen Reihenfolge. Warte, umgedreht macht keinen Sinn. Das wird 1. Monat, 2., 4., 7., 7., 8. sein. Von oben nach unten, ich gehe richtig rum, alles gut. Zeit, 0:05:49, ja, die arbeiten echt die ganze Nacht durch, alles klar. Das MRI nimmt anomalische Gehirnwellen. Muster auf. Das Objekt should be incapable of independent thought. Sollte eigentlich nicht in der Lage sein, unabhängige Gedanken zu haben. Wir arbeiten daran, diese zu unterdrücken. Alles klar. 14:25 Uhr. Die Arbeit am Interface wurde heute beendet. Its operator will be able to assume full control of the specimen. Sein Besitzer wird in der Lage sein, komplette Kontrolle über dies, über die Probe oder, die Probe zu erhalten. Unser Chef, Untersucher Dr. XXXXX, Lackzig irgendwas, has been granted clearance. Wohl die Freigabe erteilt. Alles klar. 17:55 Uhr. Es gab einen Leak von Top-Secret-Sachen. Also, sie haben die Wissenschaftsergebnisse in die Welt gepostet, ohne es zu wollen. Es gab einen Maulwurf. Deswegen werden alle Forschungsberichte in eine High-Security-Anlage umverschoben. Mit Unterwasserservern. Ah, deswegen tauchen. Projekt 092 ist vielleicht... Oder muss vielleicht terminiert werden. Vernichtet werden. Nein, vernichtet nicht das Garlic-Kit. 12:15 Uhr. Labor 02 und Codename 092 wurde terminiert. Die Strahlung wird das Gebiet isoliert lassen. Wait, what? Dr. XXXX ist ebenfalls verloren. Wait. Projekt 092... Es bin put on indefinite suspension. Wurde auf unbeschränkte Zeit unterbrochen. Warte. Deswegen XXX ist nicht der Vorschlag von hier gerade eben. Das war eine falsche Schlussfolgerung. Das ist von Jahr XX, also das ist von dem Jahr, wo der Atomunfall war. Deswegen wurde es downgeschottet. Es wurde abgebrochen. Und unsere Mutter war die Forscherin, die das Ganze geleitet hat. Und sie ist nicht tot, sie ist untergetaucht. Damit es nicht rauskommt, dass sie die Pokémon gefoltert hat für natürliche Energie, die für ewig hält. Die hatte ein gutes Ziel, die Ressourcen zu schonen, damit halt eben keine Kernkraftwerke mehr angezapft werden müssen, sondern bloß ein Pokémon für die komplette Region. Das ist schiefgegangen, wie wir gerade gesehen haben. Und weil halt die Sachen geleakt wurden, musste es abschalten und dabei ist es explodiert. Oh mein Gott! Spoiler-Alarm, ich habe gerade eben die komplette Geschichte aufgedeckt. So läuft das bei mir.